Aber wir haben noch ein Video, was wir uns noch anschauen. Und das Video geht sogar noch ein bisschen provokanter vor, nennt sich sogar Jurassic World 3 The Real Ending. Audience want to see. So, die Werbung schalten wir gerade nochmal weg. Und dann schauen wir uns diesen Clip auch nochmal an, der aber gezeichnet ist. Wir gucken da einfach jetzt mal rein. Das ist der erste Frame jetzt wirklich, ne? Ne, das war auch schon wieder gelogen. Das ist der erste Frame. Aber so geht das Ganze auf jeden Fall los. Also, wir sehen jetzt auf jeden Fall den Terry Stingsbums Freddy Krügersaurus gegen den Giganotosaurus kämpfen. In einer animierten Zeichentrick-Variante. Was ich immer sehr gerne habe, ich mag das. Wer Star Wars Stories gesehen hat, die allererste Episode von Star Wars Stories in Schwarz-Weiß, in dem Samurai-Stil, unfassbar geil. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall nachholen, lohnt sich. Okay. Eieiei. Sieht hier mehr aus wie so eine Konzept-Story für den Film, die nie umgesetzt wurde. Ist aber nichts Offizielles hier, ne? Ist auch wieder Fanmade. Also der Terry Zim Dingsbumsaurus ist auf jeden Fall jetzt tot. Die melancholische Musik setzt ein und der Spinosaurus taucht auf. Okay, auch ein geiles Szenario. Ähnlich wie das davor, nur dass eben in dem Szenario davor der Therizinosaurus eben keine Rolle gespielt hat. Hier hat er eine kleine Rolle gespielt. Ganz kurz, das hätte ich mir aber auch gewünscht, dass... Das war eben nur so ein Blick von Dr. Alan Grant, wie er so Rexy sieht, die am Boden liegt. Er sollte sie eigentlich nicht mögen, eigentlich müsste er sie ja hassen, weil sie ihn ein paar Mal töten wollte, aber irgendwie hätte ich mir das auch fürs Finale gewünscht, dass Grant und Rexy irgendwie so eine Szene zusammen hätten, auch wenn es eben nur dieser eine Blick ist, den wir eben gerade gesehen haben. Das wäre echt schön gewesen. Haben wir jetzt halt nicht bekommen. Also, ich finde die Fan-Ideen hier gerade gar nicht so verkehrt. Play. Er wollte ihm eben gerade das Genick brechen. Auch das eben gerade schon wieder. Guck doch mal, das ist doch echt eine coole Sache. Erst guckt Alan Grant so runter und sieht, dass Rexy am Boden liegt. Und dann guckt er auch so ganz traurig. Und jetzt hier sieht man eben, wie er schon so grinst, wo er merkt, okay, sie steht wieder auf. Und er grinst einfach nur, weil er ganz genau weiß, okay, das gute alte Mädchen regelt das jetzt schon. Beide hatten auch dieselbe Idee, dass der Spinosaurus den Kampf aber auch nochmal verliert. Ey, das finde ich gerade ein richtig geiles Ende. Auch mit der Musik und allem, das ist doch echt cool. Lass den Spino jetzt... Ah, ich hätte ihn nochmal rausgelassen. Ich hätte ihn jetzt nicht nochmal reingebracht. Aber gut, es ist schon okay, dass der Giga so mächtig dargestellt wird. Das ist schon okay. Das ist schon... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ungefähr das, wo ich meinen Arsch hätte drauf verwettet, beziehungsweise habe ich ihn drauf verwettet, dass das genau oder so ähnlich passieren wird. Ah ja, der Dino-Kostüm-Stream, der kommt noch, jetzt wo es wieder kühler geworden ist. Ist das machbar bei 40 Grad, aber im Schatten. Das ist bei mir in der Wohnung hier oben, das Dachgeschoss waren das ungefähr 90 Grad. Da habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht. Jetzt, wo es kühler geworden ist, ja, kann man das mal in Angriff nehmen.